Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zur 5. Folge von unserer Pack-Serie. Und im Hintergrund seht ihr schon das Team of the Week, was morgen erneuert wird. Also morgen kommt ein neues Team of the Week raus. Und in diesem Team of the Week ist der bestbewertete Spieler Wayne Rooney mit 91 Schuss. Richtig krass. Außerdem haben wir noch im Tor Hugo Lloris von Tottenham, auch sehr starke Werte. In der Innenverteidigung haben wir einen Silberspieler aus der Barclays Premier League und Shawcross von Stoke City. Linker Außenverteidiger Ashley Young mit unglaublichen 36 Defending. Dann haben wir noch Lallana Sanchez von Aston Villa. Und dann noch ein teurer Silberspieler wahrscheinlich, Mané, 4 Sterne Skills, 91 Tempo, also richtig schnell. Die anderen Spieler kenne ich jetzt nicht so wirklich, deswegen ja, hoffe ich auf das nächste Team of the Week, was morgen rauskommt. Das kommt heute sogar schon raus. Heute ist ja Mittwoch. Das wird wahrscheinlich so mit Gerrard sein vielleicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, einer hat eine Team of the Week Prognose gemacht. Da war Gerrard, Chudley von Tottenham drin. Dann noch 2-3 sehr teure Silberspieler und dann noch Felipe Melo. Also mal sehen, bin ich gespannt drauf. Das wird ja das Team of the Week sein, was auch im Team of the Year zu ziehen ist, also in der Woche. Weil das Team of the Year kommt ja am 12. Januar. Ist es Montag, 12. Januar? Warte, Kalender. Ja, 12. Januar, Montag. Dann wird wahrscheinlich am Montag, am 12. Januar abends wahrscheinlich die Abwehrspieler zu ziehen sein bis Mittwoch. Dann von Mittwoch bis Freitag. Und von Freitag bis Sonntag und bis Sonntag bis Mittwoch wahrscheinlich oder so kann man das ganze Team of the Year ziehen. Also Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Stürmer und dann das ganze Team of the Year. Also habe ich schon richtig Bock drauf und ihr habt in der letzten Episode von der Pack-Serie auch wieder viele Daumen nach oben da gelassen. Hat mich echt wieder gefreut. Und wenn ihr die heute wieder da lassen würdet, also in diesem Video einen Daumen nach oben gebt, dann werden wir umso mehr Pack-Openings machen zum Team of the Year. Wird da vielleicht auch nochmal Michael ranhauen, der spielt ja auf dem PC. Will aber nicht so gerne aufnehmen. Aber ich will ihn mal ranhauen, dass er sich noch Coins kauft. Oder irgendwie FIFA Points oder was auch immer. Und dann auch zieht und das dann aufnimmt und ich das dann irgendwie nachkommentiere, weil es halt Team of the Year ist. All mein FIFA 15 habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Und ja, wie gesagt, lasst ein Like da, dann machen wir umso mehr Pack-Openings. Und dann wollen wir nicht lang fucking jetzt, wir wollen nicht mehr drum rum reden, öffnen das erste Pack für dieses Pack-Opening, für diese Pack-Serie. Mustavi drin, der war letzte Woche, glaube ich, in Form. Naja, was sollst du machen? Und ja, wir werden heute nicht so viele Packs ziehen, weil ich natürlich sparen will für das Team of the Year. Und in den 7,5k Packs sieht man ja nicht oft was Gutes. Aber naja, mal sehen, was wir so in den 7,5K-Packs drin haben. Im ersten Pack, der Ball dreht sich. Und wir haben gleich mal von Chelsea John Obi Mikkel drin. Der ist wahrscheinlich nicht viel wert, hat 88 Physis. Was ein richtig starker Wert ist, wusste ich gar nicht. Aber sonst nicht wirklich was Gutes drin. Das können wir mal, ne, Transferliste, habe ich ja euch schon gesagt. 77 Objekte sind drauf. Also läuft bei mir alles nur von irischen Spielern. Also habe ich ja in dem letzten Video schon erklärt zum St. Patrick's Day. Nächstes Pack, Oliver Baumann von Hoffenheim. Timoschuk, der war ja früher bei Bayern München unter Vertrag. Dieselben Objekte und die Verträge und die Fitnesskarten speichern wir mal schnell. Wer das Pack Opening nicht schneiden, weil das ja nur 7,5k Packs sind, deswegen ja, sind nicht so viele Objekte drin. Hier haben El Shaarawy drin. Kann der was wert sein? Ist der was wert? Vielleicht 1000 Münzen? Ja, 2000 so. Stellen wir einfach mal rauf für 900 Münzen so. Ja, genau. Sonst kein guter Spieler, Silberspieler noch. Die Verträge speichern wir wie immer. Dann haben wir noch eine Positionskarte RF zu RM. Ich muss aufpassen, dass ich noch ein. Ja, 550. Ah, nee, das brauchen wir nicht raufstellen. Aber das können wir mal speichern. Das können wir auch mal speichern. Einfach das Trikot. Weil wir natürlich aufpassen müssen, auf die Transferliste passen nur noch zwei Objekte. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Spieler kommt, den ich im Verein habe, der 20.000 Münzen wert ist und ich ihn nicht raufstellen kann, wäre es ziemlich scheiße. Nächstes Pack haben wir Traoré, den habe ich doppelt.
Aber das ist auch nichts wert. Deswegen können wir den auch abstoßen, macht ja nichts. Ja. Das Pack-Opening, die drei ersten 7,5k-Packs, oder die drei ersten Packs, die waren mal wieder genauso schlecht wie im letzten Pack-Opening, also im letzten, in der letzten Folge der Pack-Serie, nächstes Pack. Wieder nichts ordentliches drin. Doch, wir haben 2000 Münzen gezogen. Yay. Wow. Immerhin etwas. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, Team of the Year bin ich schon gespannt drauf. Werde ich auch noch ein Video raushauen. Marquash und so, welche Spieler vielleicht drankommen. Supertouch haben wir drin. Wieder 2000 Münzen und Tangeland. Duplikat haben wir Douglas. Ah ja, Supertouch ist auch nichts mehr wert. Ja, wie gesagt, werde noch ein Video raushauen zum Team of the Year. Ein paar Tipps geben, wann ihr zum Beispiel, wenn ihr einen blauen Spieler tatsächlich spielen, zieht, dann würde ich, naja, das sage ich in einem anderen Video, aber das kann ich jetzt auch schon mal sagen, den sofort verkaufen, weil die noch am meisten wert sind. Geile Haarfrisur hier, bester Mann. Coluccini von Newcastle United. Würde ich die blaue Karte, die ihr gerade gezogen habt, sofort verkaufen, und dann, wenn ihr vielleicht denkt, oh nee, ich will unbedingt mit den spielen, dann würde ich den trotzdem sofort verkaufen und dann zum Beispiel so in 3-4 Wochen später den neu kaufen. Da ist er nämlich gesungen, also am Anfang sind die richtig viel wert. Und ja, dann sinken die Preise immer weiter, weil am Anfang natürlich nicht so viele Objekte oder Spieler davon auf dem Markt sind. Hier haben wir Packard gezogen von Ingolstadt, Schmelzer sind auch nicht so viel wert. Und dann würde ich sagen, öffnen wir noch zwei Packs, das müsste dann reichen. Weil wir natürlich sparen müssen für das Team of the Year. Dann wird auch das nächste Pack-Opening kommen. Also davor wird nichts mehr kommen. Nur das hier, die Pack-Serie, das kommt wahrscheinlich am 10. oder am 11. müsste es sein. Also wahrscheinlich vielleicht auch sogar einen Tag vor Team of the Year. Vorletztes Pack. Ein Trainer. Den können wir mal speichern. So, Newton. Oi. Fitnesskarte, chemische Karte, Sniper. Dann haben wir noch Lehmann, zwei Viper haben wir im Pack gehabt. Uiuiui. Nein. Und im letzten Pack kommen, wollen wir nochmal Eden Hazard drauf haben. Da ist er jetzt auch schon. Überspringen mit der Nase und im Pack haben wir nichts Gutes. Jetzt würde ich eher sagen, ja komm, öffnen wir noch ein Pack. So kann man das nicht beenden, das Pack Opening. Aber wie gesagt, das Team of the Year steht in den Startlöchern vor den Türen. Also, da hier bester Spieler Martin Demichelis, bester Mann, 36 Tempo. Und ja, wenn ihr Like da lassen würdet, umso mehr Pack Openings öffnen wir, oder kommen eher gesagt, umso mehr Packs öffnen wir im nächsten Pack Opening, nächsten Video der Pack Serie. Also lasst unbedingt ein Like, da würde ich mich ziemlich drüber freuen. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.